schnell drauf geschrieben. In dem Buch also. Warte. Klein oder die große nicht? Ich habe hier einen. So. Habe ich hier WLAN bei dir? Ja. Die Geschwister, die Schüler, alle, die uns zuhören, die mitmachen wollen, bitte den Koran aufschlagen. Sure 92. Affan. Nicht nur 92, sondern. Welche? Ja. 97. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Ich werde inshallah die Sura auf Arabisch vorlesen. Und dann wirst du jetzt ihn inshallah auf Deutsch die Übersetzung vorlesen. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب تفضل. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. طيب, wieso haben wir diese Sure jetzt als Sagen? Oder den letzten 10 Nächten. Die letzten 10 Nächten von dem Monat Ramadan. Es war so, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den ersten 10 Tagen von Ramadan den I'tikaf vollzogen hat. Und wir haben ja auch über den I'tikaf gesprochen, richtig? Was? Ja. Dass sich in die Masjid zurückziehen in den letzten 10 Tagen und sich mit der Ibadah zu beschäftigen. Genau. Wir haben ja den Tafsir letzte Woche gehört von der Aussage Allahs, wo er sagt: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Und berührt die Frauen nicht, das heißt, habt keinen Beischlaf mit den Frauen, während ihr I'tikaf macht in den Moscheen. Al-I'tikaf. Ja, Al-I'tikaf. Al-I'tikaf. Ja. In der Moschee und das Befassen mit dem Koran und der Sunna und dem Wissen, wofür, warum zieht man sich dann halt in diesen 10 Nächten in die Moschee, Al-I'tikaf, was ist die Hikmah, was ist das Ziel dafür? Das Ziel davon ist, dass man Laylatu al-Qadr Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-I'tikaf gemacht. Er hat es, wie gesagt, so wie es in der Sunna überliefert ist, in den ersten 10 Tagen, ersten 10 Nächten gemacht. Und da kam Jibril alayhi salatu wassalam zu ihm und sagte ihm: O Muhammad, das, was du suchst, liegt noch vor dir. Und dann hat er die nächsten 10 Tage oder 10 Nächte von Ramadan den I'tikaf praktiziert. Und
Dann sagte Jibril alayhi salatu wassalam zu ihm nochmal: O Muhammad, das, was du suchst, liegt vor dir. Und dann hat er nochmal 10 Nächte I'tikaf gemacht. Und dann hat ihn Jibril dann gesagt, dass er das erreicht hat, was er gesucht hat. Das heißt die Laylatu al-Qadr. Im Allgemeinen war es so, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba nach ihm und die Salafu Salih allgemein sich im Monat Ramadan bemüht haben. Stark haben sie sich bemüht in den letzten 10 Nächten von Ramadan. Warum? Weil diese 10 Nächte sind die besten Nächte überhaupt, die es gibt. Die 10 Nächte von Ramadan sind die besten 10 Nächte. Es gibt die besten Tage, es gibt den besten Morgen, den besten Abend. Aber die besten Nächte sind die besten Nächte von Ramadan. Die letzten 10 Nächte von Ramadan. Das sind die besten Nächte überhaupt, die es gibt in dieser Dunya. Ja, der eine meint, dass die beste Nacht die Nacht im Club ist oder die beste Nacht mit einer Frau ist oder die beste Nacht mit einem Präsidenten, einem König ist, mit irgendeinem Celebrity ist, irgendeinem Bekannten, Berühmten. Für den anderen ist die beste Nacht, irgendein Fußballspiel oder irgendein Basketballspiel zu erleben. Aber für Allah und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Gläubigen, ist die beste Nacht eine der Nächte, der 10 Nächte von Ramadan, der letzten 10 Nächte. Die besten Nächte sind die 10 Nächte von Ramadan. Wie gesagt, die Salafu Salih, die Sahaba vor ihnen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, noch mehr gute Taten zu vollziehen, noch mehr zu spenden, noch mehr den Koran zu rezitieren, weil es die besten Nächte sind, wie gesagt. Aber warum auch nochmal? Was wäre auch nochmal eine Weisheit? Eine Weisheit wäre, dass man sozusagen damit den Ramadan abschließt. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innama al-a'malu bil-khawatim. Wahrlich, die Taten entsprechen dem Ende. Es ist nicht entscheidend, liest. Und genauso dieser Monat. Es ist nicht entscheidend, wie du diesen Monat Ramadan angefangen hast, sondern wie du ihn abschließt. Ob du ihn mit der Taube abschließt, mit guten Taten abschließt. Und vor allen Dingen, ob du ihn mit der Absicht abschließt, ein besserer, gottesfürchtiger. Darum geht es sich. Es geht sich darum, dass du nach diesem Monat ein gottesfürchtigerer Mensch wirst. Ein besserer Mensch wirst. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala nochmal aus Barmherzigkeit heraus die 10 Nächte bestimmt, damit wir nochmal alles rausholen können, was rauszuholen ist. Wann fangen die 10 Nächte an? Ja. Nach Maghrib. Nach dem Maghrib. Heute nach Maghrib. Heute nach dem Maghrib. Aber auch wie viele Nächte sein? 9 Nächte. Ja? Je nachdem, ob yani der Ramadan 29 oder 30 Tage hat. Und wann endet sozusagen Ramadan? Mit dem Eid. Mit dem Eid, ja. Was genau? Mit der Nacht vom Eid. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt übernächste Woche am Dienstag gesagt bekommen, Mittwoch ist Eid, dann ist wann der Eid, wann fängt der an? Der Eid, Dienstag nach dem Maghrib. Weil die Tage im Islam fangen mit der Nacht an und nicht mit dem Tag. Zum Beispiel hier in Europa, laut der Sonnenberechnung fangen die Tage mit dem Tag an und enden mit der Nacht. Im Islam ist es umgekehrt. Im Islam fängt der Tag mit der Nacht an und hört mit dem Tag auf. Habt ihr verstanden? Deswegen die 10 Nächte von Ramadan, die 10 letzten Nächte von Ramadan. Dahin. Kommen wir zum Tafsir, weil diese Sure beschreibt sozusagen die letzten 10 Nächte, weil die 10 Nächte, die 10 letzten Nächte von Ramadan wurden wegen dieser
Sache bestimmt. Also, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Ihn, was sagt er in der Fußzeile? Den Koran. Das heißt, den Koran. In der Nacht der Bestimmung, was sagt er in der Fußzeile? Das heißt, in der Allah die Geschicke der Geschöpfe des Fastenmonats Ramadan. Okay. So, allein dieser Vers zeigt uns nochmal die Stufe der 10 letzten Nächte und was genau mit den 10 letzten Nächten bewirkt wird. Wir haben ihn, das heißt im Koran, ja, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Laylatul Qadr. Ja. Laylatul Qadr. Es gibt Al-Qadr und Al-Qadr. Al-Qadr mit Sukun auf dem Dal und Al-Qadr mit Fetha auf dem Dal. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Al-Qadr bedeutet Macht, Stellung, Stufe. Al-Qadr. Ja? Al-Qadr. Oder Taqdir, sagt man auch. Schätzen, einstufen. Al-Qadr und Taqdir. Und dann gibt es das Wort Al-Qadr. Al-Qadr. Das bedeutet was? Schicksal. Deswegen manchmal die Schüler des Wissens, damals, als wir noch gelernt haben bei den Schiuch, wenn wir gesprochen haben, manche Schüler, wenn sie gesprochen haben über das Schicksal, haben sie gesagt, ja, Sheikh, das Thema Al-Qadr. Al-Qadr. Er sagt, nein, nicht Al-Qadr. 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 Weil das sind zwei verschiedene Dinge. Nur hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Bestimmung, Al-Qadr, über die Stufe, über die Rangstufe, über die Stellung, aber er meint gleichzeitig damit auch das Schicksal. Al-Qadr. Deswegen, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung, also der Stufe, der Stellung und des Schicksals hinabgesandt. Und jetzt kommt der Tafsir. Hier seht ihr, dass der Koran durch den Koran erklärt wird. Ganz kurz, die Geschwister im YouTube, wie ist der Stream? Ist der normal oder gibt es da Probleme? Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz schreiben. Die Geschwister, die uns über YouTube zuschauen, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz schreiben. Normal, okay. Alles klar. Gut. Alhamdulillah, gut. Jetzt erklärt Allah subhanahu wa ta'ala, was damit gemeint ist. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Was lässt dich wissen, was Laylatul Qadr ist? Das heißt, Laylatul Qadr ist eine große, gewaltige Nacht. Wa ma adrak. Wa ma adraka. Dieses wa ma adraka im Koran ist immer so eine Frage, die rhetorisch ist und die Aufmerksamkeit erregen sollte. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ma adraka, ma Laylatul Qadr. Ja? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, die Klopfende. Was ist mit der Klopfende? Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, das heißt Yawm Qiyamah, Al-Qari'ah. Die Klopfende. Genauso hier. Was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Denn in dieser Nacht ist der Koran herabgesandt worden. Laylatul Qadr im Ramadan. Komplett zur gesicherten Tafel, zur geschützten Tafel. Al-Lawhul Mahfuz. Das ist die Tafel, wo die Schicksalsschläge geschrieben werden, aufgeschrieben werden von den Engeln. Al-Lawhu al-Mahfuz. Genauso steht dort der Koran, komplett von Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin bis min al-Jinnati wal-Nas. Der komplette Koran ist dort niedergeschrieben. Und diese Nacht ist besser als 1000 Monate, weil in dieser Nacht
das Schicksal von einem Jahr geschrieben wird. Wer reich wird, wer arm wird, wer noch leben wird, wer sterben wird, wer Kinder bekommen wird und wer keine Kinder bekommen wird, wer eine Arbeit bekommen wird und wer keine Arbeit bekommen wird, all das wird in dieser Nacht geschrieben, für ein Jahr. Und die Nacht der Bestimmung, also Laylatul Qadr, ist besser als ungefähr etwas über 80 Jahre. Das heißt, wenn du in dieser Nacht gebetet hast, dann ist es besser, als ob du über 80 Jahre gebetet hast, gespendet hast, genauso. Der Koran rezitiert das, genauso. Die Tauba gemacht hast, genauso. Da'wa gemacht hast, genauso. Dhikr gemacht hast und so weiter. Besser als 1000 Monate. Subhanallah. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich bemüht, an dieser Nacht teilzunehmen. Weil in dieser Nacht die Taten so viel zählen. Wenn du in dieser Nacht gespendet hast, dann ist es so, als ob du besser gespendet hast als über 80 Monate. Gebetet hast, genauso. Den Koran rezitiert hast, genauso. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala nochmal, warum diese Nacht so gut ist und so schön ist und so gewaltig ist. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Das heißt, die Engel und Jibril, Ruh, kommen herunter mit der Erlaubnis von Allah. Mit der Angelegenheit, mit jeder Angelegenheit. Das heißt, sie kommen mit der Barmherzigkeit herunter. Mit der Gunst Allahs herunter. Und sie sind Zeugen über die Gläubigen, die an dieser Nacht teilnehmen. Und sie bezeugen, ja Allah, dieser Gläubige hat an dieser Nacht teilgenommen. Und dieser Gläubige hat an dieser Nacht Koran rezitiert. Und dieser Gläubige hat an dieser Nacht geweint und Tauba gemacht. Salamun hi hatta matla' al-fajr. Frieden ist sie. Das heißt in der Fußzeile. In jeder Angelegenheit. In jeder Angelegenheit ist sie Friede. Genau. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Das heißt, diese Nacht dauert an bis zur Morgendämmerung. Heißt bis zum Fajr. Bis zum Fajr. Salamun hi hatta matla' al-fajr. Frieden ist sie. Das heißt, diese Nacht ist ein. Wollen wir ein bisschen über Al-Qadr sprechen? Über das Schicksal. Da ja diese Nacht eine Nacht des Schicksals ist, wollen wir etwas über das Schicksal sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala will uns mit dieser Nacht nochmal etwas näher zu dem Thema Bestimmung, Schicksal bringen. Denn das Schicksal oder eher der Glaube an das Schicksal ist eine Säule von den Säulen des Iman. Stimmt's oder nicht? Ja. Was sind die Säulen des Iman? Es ist der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag und an das Schicksal, Al-Qadr. Oder Al-Qadr, man sagt doch Al-Qadr, ja? Das ist auch ein Name von Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, möchte uns beibringen, dass alle Dinge festgeschrieben sind. Das ist ab dieser Nacht gilt ein Jahr das Schicksal. Egal was du machst, egal was du unterlässt, Allah hat alles festgeschrieben. Der Gläubige, der wirklich an dieser Sache glaubt, mit festem Herzen,
Und Gewissheit, dieser Gläubige wird das Paradies in der Dunya betreten können. Denn es gibt ein Paradies auf dieser Dunya. Und dieses Paradies ist, das ist Jannatul Ard, das Paradies auf dieser Dunya. Dass du mit dem zufrieden bist, was Allah festgeschrieben hat. Dass du mit dem zufrieden bist, was Allah festgelegt hat für dich. Ob es viel ist, ob es wenig ist, ob es eine Prüfung ist, ob es ein Verlust ist, ob es etwas ist, was du bekommst, was du nicht bekommst. Allah subhanahu wa ta'ala will uns zeigen und beibringen, ein Jahr lang gilt mein Schicksal und nicht das, was ihr wollt. Egal, was ihr wollt. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ihr werdet niemals etwas wollen, es sei denn, Allah will es. Wir wollen viel, oder nicht? Wir wollen viel. Aber wann funktioniert dieser Wille? Wenn Allah es will. Wenn Allah es will. Wenn dieser Wille von uns mit dem Willen von Allah übereinstimmt. Wenn wir etwas wollen und es nicht passiert, was sagen wir dazu? Wir sagen dazu, dass dieser Wille gewollt ist, aber nicht mit dem Willen von Allah übereinstimmt. Passiert erst dann, wenn unser Wille mit dem Willen von Allah übereinstimmt. Deswegen Laylatu al-Qadr, die Nacht der Bestimmung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Wa'lam anna ma wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Wisse, dass das, was dich erreicht hat, bestimmt gewesen ist, dafür, dass es dich erreicht. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Wisse, dass das, was dich erreicht hat, von Allah so geschrieben wurde, dass es dich erreicht und dich nicht erreicht. Beispiel. Du bist krank geworden. Allah hat es bestimmt, dass du krank wirst. Und Allah hat bestimmt, dass du nicht krank wirst. Das heißt, die Krankheit wurde geschrieben, dass sie dich nicht verfehlt. Wisse, dass das, was dich erreicht hat, geschrieben wurde, dass es dich nicht verfehlt. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Wisse das. Glaube daran. Lebe damit. Dass das, was dich erreicht hat, so geschrieben worden ist. Hamas. Warum diese Diskussion? Warum diese Streiterei? Warum diese Probleme? Glaube daran, dass das, was dich erreicht hat, von Allah geschrieben worden ist. Und das, was Allah uns gibt als Gläubige, ist gut für uns. Auch wenn wir in einer Sache Schlechtes sehen, auch wenn wir in einer Sache Schlechtes merken, Schlechtes sehen, so sollen wir wissen, und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, so geschrieben wurde, und es wurde geschrieben, dass es dich nicht erreicht. Du wolltest eine Frau heiraten. Okay, du hast alles gemacht. Der Mahr wurde besorgt, die Zeugen, der Wali und. Es hat nicht geklappt. So, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt weinen, schreien, ausflippen, sündigen, Probleme machen? Nein. Glaube daran, dass Allah diese Frau für dich nicht bestimmt hat. Dass diese Frau dich verfehlt hat. Oder du sie verfehlt hast. Du wolltest eine Reise antreten. Du hast alles vorbereitet. Ja, das Ticket hast du gekauft. Und Vorkommnisse, die Vorbereitungen hast du getroffen. Alles gut und schön. Und auf einmal passiert nichts. Die Reise kann nicht angetreten werden. Was machst du jetzt? Flippst du aus? Bist du traurig? Machst du Probleme? Nein, du sagst, Allah hat es für mich geschrieben. Es sollte mich nicht erreichen. Es hat mich verfehlt. Allah hat es festgeschrieben, dass es mich verfehlt. Die Leute heute, warum sind sie traurig? Zu 90% der Fälle. Warum gibt es Depressionen? Warum gibt es Trauer?
Warum gibt es Leute, die sich das Leben nehmen? Weil sie unzufrieden mit sich selber sind. Genau, weil sie unzufrieden sind mit dem Schicksal. Seine Tochter stirbt, der nimmt sich das Leben. Sie wird geschieden von ihrem Mann, auf einmal wird sie depressiv. Der Mann verliert seine Arbeit, springt vom Fenster. Im siebten Stock. Am besten. A'udhu billah. Warum? Vor allen Dingen die Kuffar. Sie glauben gar nicht an das Schicksal. Und halten auch nicht an dem Schicksal. Und deswegen bringen sie sich sofort um. Oder nehmen Drogen oder nehmen Alkohol. Sofort. Zögern gar nicht. Weil sie nicht verstanden haben, dass das, was hier funktioniert, von Allah bestimmt ist. Dass der Wille Allahs passiert und nicht das, was wir wollen. Wir können wollen, ohne Frage. Wir sind nicht gezwungen, Dinge zu tun. Aber wir sollten wissen, dass wir immer noch unter dem Willen Allahs stehen. Aber leider gibt es genauso Muslime, die traurig werden und Depressionen fallen. Warum? Weil er seinen Job verloren hat. Nicht zum Iman. Er hat zum Iman gehört, dass du am Schicksal glaubst, wenn dich etwas getroffen hat, dass du sagst, Alhamdulillah. Wallah, ich weiß noch, wie ich einen Bruder damals vor einigen Jahren getroffen habe, der gestorben ist an Krebs. Rahimahullah, rahmatul wasi'a. Ja? Bujma' al-Sariri heißt er. Und ich kam zu ihm im Krankenhaus und sagte zu ihm, wie geht's dir? Sag, Alhamdulillah, sagt er. Allah lob gebührt Allah. Und dann sagt er mir, Kushiri jatmullah, marhaba biha. Er sagt, alles, was von Allah kommt, herzlich willkommen dafür. Alles, was von Allah kommt, ist gut. Er liegt gerade im Sterben, er hat Krebs, subhanallah. Er liegt gerade im Sterben, er liegt gerade in der schlechtesten Situation, in der man sich begeben kann. Und er sagt, Alhamdulillah, erstmal. Und dann sagt er, alles, was von Allah kommt, ist gut. Das heißt, diese Krankheit, die ich gerade bekommen habe, der Tod, der vielleicht irgendwann mal für mich in nächster Zeit geschrieben wurde, ist gut. Und dann siehst du Muslime, wie sie depressiv werden, krank werden, Probleme haben, nur weil sie etwas verloren haben von dieser Dunya. Nur weil etwas nicht geklappt hat in dieser Dunya. Nur weil etwas schiefgegangen ist. Subhanallah. Und dann lassen sie diese Wut an sich selber, an ihre Frauen, an ihre Kinder, an ihre Eltern, an ihre Nachbarn, an ihre Mitmenschen. Subhanallah. Natürlich, es ist normal, dass wir traurig werden, sauer werden, wenn etwas nicht klappt. Das ist normal, wir sind Menschen, wir sind keine Maschine. Ohne Frage. Ja, nee, es kann auch sein, dass du mal einen schlechten Tag hast. Dass du mal eine schlechte Laune hast. Das ist normal. Aber nicht normal ist es für einen Gläubigen, dass er in so einem Tief verfällt, in so eine Lage, in so eine Stimmung verfällt, die anbleibt. Das ist haram, das ist nicht gut. Natürlich, der gläubige Muslim ist nicht zufrieden mit dem Schlechten, was vom Schicksal ist. Aufgepasst, der Gläubige ist nicht zufrieden mit dem, was an Schlechten bestimmt wurde für ihn. Sondern er versucht mit allen Mitteln, dieses Schlechte abzuwenden und aufzuheben. Deswegen das Gute gebieten oder das Schlechte verbieten. Wenn wir nicht so an das Schicksal glauben würden, dann würden wir sagen, Bruder, lass doch einfach das Schlechte auf der Erde. Das ist Schicksal von Allah. Warum willst du das aufheben? Warum willst du das beseitigen? Wir sagen, Achi, wir glauben an das Schicksal, ja, aber und dass wir nicht damit zufrieden sein müssen. Deswegen, der Gläubige ist zwar traurig, ist vielleicht launisch in einer bestimmten Situation, aber das ist nicht andauernd. Er ist eher positiv. Deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war realistisch, aber gleichzeitig auch positiv eingestellt, sallallahu alaihi wasallam, weil er verstanden hat, wie das Schicksal funktioniert. Damals, als die Sahaba vor seinen Augen gefoltert und gequält worden sind,
war er traurig gewesen, sallallahu alaihi wasallam, und realistisch gewesen. Nicht wie heute manche Träumer, die vom Kalifat träumen und denken, dass morgen das Kalifat errichtet wird und dass wir überall Dschihad machen können. Ja? Das sind Träumer, keine Realisten. Ein Realist träumt vom Kalifat, träumt vom Dschihad, träumt von Scharia. Ja, aber er ist gleichzeitig auch realistisch. Genauso der Prophet in Mekka, als die Sahaba vor seinen Augen gefoltert worden sind, war er traurig, aber war realistisch gewesen, sallallahu alaihi wasallam, und wusste, dass er in so einer Situation noch keinen Staat bilden kann und noch keinen Dschihad praktizieren kann gegen die Muschrikin von Quraysh, sondern erst später. Gleichzeitig aber war er positiv eingestellt, indem er zu den Gläubigen gesagt hat, zum Beispiel zu Al-Yasir, sagte er, Sabran Al-Yasir, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةِ. Habt Geduld, Familie von Yasir, obwohl ihr gefoltert werdet, obwohl ihr gequält werdet, denn euer Treffen ist das Paradies, euer Termin ist im Paradies, euer Weg ist zum Paradies, euer Ziel ist das Paradies, eure Bleibe wird das Paradies sein. Ihr bewegt euch mit diesen Problemen, die ihr bekommen habt von Allah, hin zum Paradies. Sie sind als Märtyrer gestorben. Subhanallah. Besser geht's gar nicht. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, nochmal zurück zu der Sure, bringt uns bei, dass wir wissen sollten, dass die Dinge bestimmt sind. Ein Jahr lang sind sie bestimmt. Übrigens, er sagt hier, in der Nacht der Bestimmung, in der Fußzeile, sagt Frank Bogenheim, in der Allah die Geschicke der Geschöpfe festlegt, auch der Macht. Al-Qadr, yani der Stufe der Macht, kann man auch sagen. Ja? Die Nacht der Bestimmung, das heißt die Bestimmung des Koran, die Bestimmung des Schicksals. Sie ist die 27. bzw. eine der letzten 10 Nächte des Fastenmonats Ramadan. Jetzt gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, wann die Laylatu al-Qadr ist. Viele sagen, die 27. Nacht. Dafür gibt es auch Beweise aus der Sunna. Aber es gibt genauso Beweise aus der Sunna, dass sie nicht in der 27. Nacht ist, sondern in der 21. Nacht oder in der 25. Nacht oder in anderen Nächten. Genauso gab es Sahaba wie Anas ibn Malik, der in den geraden Nächten die Laylatul Qadr ersucht hat. Nicht in der ungeraden, weil 27. Nacht ist ungerade, richtig? 21. Nacht genauso, 25. Nacht genauso. Nein, er hat in den geraden Nächten hat er die Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, ersucht. Und das zeigt uns, Wallahu A'lam, die Richtigkeit und die Stärke der Meinung derer, wie Imam Nawawi und Ibn Taymiyyah und andere, die gesagt haben, dass die Laylatul Qadr sich, ist die Nacht in der 26. Nacht, nächstes Jahr in der 27., 28. und so weiter. Das heißt, sie bewegt sich von der einen Nacht, von der 21. Nacht bis zur letzten Nacht und wieder zurück. Habt ihr verstanden? Okay. Deswegen ist es ein Fehler von den unwissenden Muslimen, die dann sich nur in der 27. Nacht in die Moschee begeben. Kennt ihr? Vor allen Dingen bei den Marokkanern. Ja. Bei den Maghariba. Ja, da gibt es dann genau in der 27. Nacht gibt es dann Couscous. Stimmst du, da habe ich recht? Genau. Dann kommen sie alle zusammen und dann ist die Moschee rappelvoll. Ja? Und jeder holt seinen Kaftan und seinen Kamis raus. Ja? Den teuren Kamis, den er in Nador oder Marrakesch oder Agadir gekauft hat und lehen lassen hat sogar. Und dann kommt er und Allahu Akbar. Und dann nach dem Gebet gibt es Couscous. Kuskuso, ja? Auf Derija. Und dann wird dann gegessen. Und so weiter. Und dann gehen alle nach Hause und das Leben geht weiter, so wie vorher, vor dieser 27. Nacht. Wal-A'yadu billah, möge Allah uns bewahren. Es geht nicht darum, dass du einfach nur in der 27. Nacht auftauchst und gute Taten machst und dann Allah und tschüss. Es geht sich darum, dass du dich allgemein in den letzten 10 Nächten bemühst und dass du als Geschenk von Allah diese Nacht bekommst. Diese letzte Nacht. Die Bestimmung, die Nacht der Bestimmung.
als Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala, als Gunst. Und nicht jemand kommt und denkt sich, ja, dann gebe ich ein bisschen Gas in dieser Nacht und das war's dann und habe ich ausgesorgt. Nein, so funktioniert das nicht. So, wie gesagt, manche Geschwister fragen, was kann man in dieser Nacht tun oder in den letzten 10 Nächten tun? Ganz einfach, beten, Koran rezitieren, spenden, Wicker machen, Tauba machen, die Tauba auch. Die Tauba, die Reue, dass du dein Leben bereust, dass du deine Sünden bereust, dass du deine Fehler bereust, dass du vielleicht in der Nacht der Bestimmung in diesen 10 Nächten dich versöhnst mit deinen Familienangehörigen und mit deinen Freunden und deinen Nachbarn. Ja? Und so weiter und so fort. Und nicht wie manche diese Bid'a praktizieren, indem sie unbedingt in der 27. Nacht ein Essen machen. Das ist eine Bid'a. Das ist eine Bid'a. Eine Erneuerung. Dass man in der 27. Nacht ein Essen macht und die Leute dazu einlädt in der Moschee. Das ist eine Bid'a. Das hat der Prophet Sallallahu nämlich gemacht, die Sahaba auch nicht. Und die Salaf Salih auch nicht. Genauso ist eine Bid'a, in der 27. Nacht irgendwelche Anashid zu singen. Ja, was machen die Türken in der 27. Nacht? Was für Bid'a? Ganz viele, ne? Moschee. Was machen sie? 1000 Rak'a beten. 1000 Rak'a beten. Gefühlt 1000 Rak'a beten, okay. MashaAllah. Allah barik. Subhanallah. Einen Moment. Also, die beten 1000 Rak'a. Gefühlt 1000 Rak'a. Nach dem Motto 1000 Khairu min alfi shahr. Besser als 1000 Monate, sagen die, da müssen wir 1000 Mal beten, 1000 Mal Allahu Akbar sagen, 1000 Mal La ilaha illallah sagen, 1000 Mal Subhanallah sagen und so weiter. Also, die Bid'a sind sehr, sehr viele. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Tayyib, das war's, inshallah. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ich mache jetzt mal hier die Kommentarleiste. Aktivieren. Okay. Tayyib, Bismillah. Fadda. In der 4. Ayah wird ja gesagt, dass die Engel und der Geist herabkommen mit jeder Angelegenheit. Genau. Jetzt wohin kommen die herab? In den untersten Himmel oder auf? Genau, sie kommen zur Erde. Zur Erde? Genau, zum also untersten. Die kommen zum untersten Himmel. Zum ersten Himmel kommen sie. Okay. Ja? Genau. Ja. Was wäre so eine gute Dua für die Nacht der Bestimmung? Genau. Es gibt eine Dua für die Nacht der Bestimmung. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, das ist die Dua, wo Allah Gesandter Sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Er hat gesagt, sage Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'afu anna. O Allah, du bist vergebend und liebst die Vergebung, so vergebe uns. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, fa'afu anna. Vergebe uns oder fa'afu anni, vergebe mir. Ja? Das ist die beste Dua, die man sagen kann. Okay. So, die Fragen hier. Yasin, du kannst YouTube schauen oder bei den Brüdern, den Schülern. Okay. Wie hoch ist die Zakat und Fitr? Das können wir inshallah nächste Woche besprechen. Am Sonntag über die Zakat und Fitr werden wir sprechen nächsten Sonntag. Und über Al-Eid, was die Regeln von Al-Eid sind. Deswegen haltet euch gefasst. Wie lange würdest du empfehlen, in den letzten 10 Nächten zu schlafen? Also eigentlich ist das so, dass die Gläubigen, die den I'tikaf praktizieren, übrigens, über den I'tikaf haben wir jetzt nicht gesprochen, weil wegen Corona ist es nicht möglich, I'tikaf. Und die Leute, die den I'tikaf machen in der Moschee, sie schlafen nicht, sie bleiben wach. Deswegen, wenn du wach bleiben kannst, wenn du frei hast, keine Schule hast, keine Arbeit hast, Urlaub hast, dann würde ich dir empfehlen, wach zu bleiben. Okay. Habt ihr noch Fragen? Wie viele Rakat soll man am besten beten? Am besten man betet die 11 Rakat, Taraweeh. Und dann kann man noch Tahajjud beten. Ja, und das ist nicht bestimmt. Tahajjud, ja, die kann man beten. Irgendwann mal, wenn man den Suhoor anfängt oder so, oder davor. Oder dass man halt
betet, 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 betet und dann bis zum Suhur aufhört. Dann macht man Suhur, Fajr und das war's. Was genau bedeutet, dass der Koran herabgesandt wurde in Laylatul Qadr? Wie genau ist das gemeint, schriftlich oder gesprochen? Ich habe das nicht ganz verstanden. Der Koran wurde in Laylatul Qadr als Schrift, als Offenbarung herabgesandt zum zum Lauh al-Mahfuz. Möge Allah die Sitze reiche segnen und uns den Rechtschaffenen gehören lassen. Amin. Salam alaikum wa sallam. Wie soll man in den letzten 10 Tagen spenden, beziehungsweise tagsüber oder in der Nacht? Am besten in der Nacht. In der Nacht einfach überweisen, abgeben, wie auch immer. Ja. Ist es also falsch, dass man bei Laylatul Qadr von Jahannam freigesprochen wird? Weil das Schicksal soll ja nur einmal im Jahr, soll ja nur um ein Jahr bestimmt werden. Der Prophet sallam sagte, dass in den Nächten von Ramadan eine Nacht gibt, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen vom Höllenfeuer befreit. Genau, wann diese Nacht genau ist, Allahu alim, aber man sollte auf jeden Fall vor allen Dingen in den letzten 10 Nächten Dua machen, dass Allah einen befreit. Genau. Dann hier ist es zu empfehlen, Mittag zu schlafen, um nachts aufzubleiben und die Ibadah zu verrichten. Kann man machen, inshallah, ist kein Problem. Bricht das Schlucken von Schleim das Fasten? Nein. Welche ist die beste Tat, die wir in der Nacht der Bestimmung verrichten können? Die beste Tat. Allahu alam. Ich kenne keine bestimmte Tat, aber halt die besten Taten sind das Rezitieren des Koran, das Gebet, die Spenden. Okay? Also ich glaube, die Frage ist etwas komisch gestellt worden. Wer hat die Schrift verfasst? War der Prophet da noch am Leben? Barakallahu fik. Also es geht hier um den Koran. Der Koran wurde herabgesandt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ist es bei den Frauen, die nicht an den Tagen beten können? Also wenn Frauen das Wochenbett haben oder Monatsblutung haben, dann sollen sie allgemein gute Taten praktizieren. Wie kann man die Nacht der Bestimmung nutzen, wenn man Abiturprüfungen hat, für die man lernen muss? Das musst du selber entscheiden, das kann ich dir nicht sagen. Dann legt man ein bisschen die Prüfungen zur Seite und gibt mal ein bisschen Gas für den Islam. Du kannst ja auch tagsüber lernen. Ja, und nachts kannst du dann halt ein bisschen für den Islam praktizieren. Gibt es eine Dua für Laylatul Qadr, die man sagen kann, muss? Das habe ich erwähnt. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ja. Wenn man sich mit Brüdern wegen Corona in einer Wohnung zusammentrifft, um zusammen mehr Ibadah zu verrichten, spenden, Koran lesen etc., gibt es dafür keine Belohnung? Durch Corona kann man nicht mehr machen als das. Ist es eine erlaubt? Ist das, was ist jetzt die Frage? Ist es erlaubt? Nein, das. Okay, war andere Frage. Noch mal stellen. Dann. Bricht das Einatmen von Zigarettenrauch das Fasten, wenn man zum Beispiel neben einer Person ist, die in dem Moment raucht? An der Bushaltestelle etc. Nein, das bricht nicht das Fasten. Passivrauchen bricht nicht das Fasten, es sei denn, du gehst dahin und rauchst das wirklich ein. Ja, so wie ein Raucher ja, Nikotin einatmet. Dann ja, aber sonst nicht. Welches ist die beste Dua, die uns empfohlen wurde, in dieser Nacht häufig auszusprechen? Der Livestream hing vorhin sehr. Wie gesagt, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Das ist die beste Dua, die man sagen kann. Okay. Ja? Das ist jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber darf man Katzen verkaufen? Darf man Katzen verkaufen? Da gibt es einen großen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, ob man Katzen verkaufen kann oder nicht, oder nur den Sunnur nicht verkaufen darf oder nicht. Allahu a'lam. Also wie gesagt, ich folge der Meinung, dass es nicht erlaubt ist, Katzen zu verkaufen, weil der Verbot. Darf man Pausen zwischen dem Tarawih-Gebet machen? Also zum Beispiel nach 2 Rakat kurz in die Küche gehen und wiederkommen, dann weiter beten. Eine gute Frage. Genauso sollte eigentlich das Tarawih-Gebet gemacht werden. Denn zur Zeit der Salaf haben die Salaf al-Salih Pausen gemacht zwischen den 2 Rakat, sodass jemand Wudu machen konnte, wieder zurückkommen konnte zum Gebet. Nicht wie heute. Heute Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Allahu Akbar, sofort. Du kannst nicht mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja? Warum? Weil der Vorstand Druck macht auf den Imam.
Ja, weil die Leute am nächsten Morgen nicht beten müssen, sondern arbeiten müssen, ja. Deswegen nimmt er ein bisschen Rücksicht auf die immer, auf die Imame, die vorbeten. Ja, sie bekommen Druck vom Vorstand. Die sagen dem, wir haben keine Zeit, achte darauf. Nur halbe Seite lesen, nicht mehr. Ja, Wallahu musta'an. Deswegen die Sunna eigentlich ist, dass man, deswegen Tarawih. Warum heißt es Tarawih? Ha? Das kommt vom Wort Raha. Tarawih. Tarawih bedeutet Ruhe bringen, Bequemlichkeit bringen. Tarawih. Tarawih, Raha. Und die Ruhe, die Bequemlichkeit. Deswegen ist es das Gebet, wo man bequem betet. Ruhig betet. Das heißt mit Pausen dazwischen und so weiter. Allahu musta'an. Tayyib. Ja, ich habe hier eine Frage. Wieso glauben manche Menschen, dass Al-Khidr noch lebt? Allah alam. Der Mann muss doch Zakat zahlen. Ist es erlaubt, wenn die Frau ihm das Geld gibt und er dann die Zakat zahlt? Welche Zakat meinst du? Meinst du die große Zakat oder die kleine Zakat al-Fitr? Kannst deine Frage nochmal definieren. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna uns, genau, anni, mir. Okay, kann man Tarawih auch ganz alleine beten? Kann man. Ich finde es gut, dass du das machst, vor allem in so einer besonderen Zeit. In Ramadan, barakallahu fiik, wa iyyakum. Okay, tfaddal. Ja. Was ist mit den Schülern? Haben die keine Fragen? Doch, ich lese ja gerade. Okay. Man kann wegen Corona nicht die letzten 10 Tage in der Moschee verbringen, also den RTL, denke ich mal, ist damit gemeint. Okay. Wenn man sich die letzten 10 Tage in einer Wohnung zusammentrifft, anstatt in der Moschee, gibt es dafür Belohnung, also den RTL. Masajid. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Etikett wird in der Moschee gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich irgendwie zurückziehen kann in der Wohnung und so, auch kein Problem. Und Wicker machen kann und Koran lesen kann und so weiter. Vor allen Dingen wegen der Situation. Ja, bitte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab wann darf ich nicht mehr essen? Ab Imsak oder ab Fajr? Ab Fajr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa fikum. Wenn man sich auf den Weg des Talib al-Ilm begeben möchte, wie geht man vor? Erst Arabisch lernen oder Arabisch und Koran auswendig lernen? Jazakallahu khair. Wayak. Kommt darauf an, wie weit du bist, yani. Wenn du gerade mal am Anfang bist, dann musst du erstmal die Grundlagen lernen auf Deutsch. Yani, Aqida, Fiqh, Manhaj. Wie man betet, wie man fastet. Wie man den Koran und die Sunna richtig praktiziert nach dem Weg der Salaf praktiziert. Das sollst du erstmal lernen. Und Koran auswendig lernen kannst du immer. Kannst du von Anfang an eigentlich. Wenn du Koran lesen kannst, dann lern den Koran auswendig. Ohne Wenn und Aber. Die nächste Stufe wäre, Arabisch zu lernen. Arabisch zu lernen. Erstmal, um dich zu verständigen, um etwas zu verstehen, um etwas zu sprechen. Und die nächste Stufe wäre, die Grammatik zu lernen. Damit du dann auch auf Arabisch den Islam lernen kannst. Wenn du das erreicht hast, dann lernst du den Islam komplett auf Arabisch. Also die Grundlagen, Fiqh und so weiter. Genau. Das sind so die Stufen, Allah alam. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen. Es wird gesagt, Streben nach Wissen ist vorzüglicher als andere freiwillige Taten, die wie Qiyam al-Layl. Betrifft dies auch die Nächte des Ramadan? Ja, also es bezieht sich auf alle Nächte, aber die Nächte des Ramadan sind wieder, guck mal, du musst dir vorstellen, es gibt immer Taten, die in einer bestimmten Art und Weise besser sind. Das Streben nach Wissen in der Nacht ist besser als in der Nacht zu beten, allgemein. Aber dann hast du wiederum die 10 letzten Nächte. Das ist wiederum eine andere Sache. Natürlich kannst du dort auch Talabul Ilm machen, keine Frage, aber diese Nächte sind nochmal besonders für die Qiyam al-Layl, für die guten Taten. Wer im Monat Ramadan in der Nacht betet, dem werden seine alten Sünden vergeben. Und vor allen Dingen in den 10 Nächten nochmal gewaltiger. Ende Ramadan die Zakat. Okay, die Schwester hat gefragt, die Zakat al-Fitr, was ist, wenn die Frau dem Mann das Geld gibt? Damit er diese Zakat al-Fitr zahlt.
Erst einmal muss der Mann die Zakat al-Fitr, bezahlen. Wenn er das Geld dafür nicht hat, muss er das nicht bezahlen. Und übrigens, das werden wir auch nächste Woche besprechen, Zakat al-Fitr wird als Nahrung gegeben, nicht als Geld. Nicht als Geld. Darf man die Tage im Shawwal fasten mit der Absicht als Frau, auch die nachzuholenden Tage von Ramadan, also zusammenfassen oder muss das getrennt gefasst werden? Ja, man kann allgemein die Shawwal-Tage als Ramadan-Tage fasten, aber die bestimmten Tage von Shawwal, die 10 Tage von Shawwal, musst du als Shawwal-Tage fasten, nicht als Ramadan-Tage. Als Shawwal-Tage. Wie viele Rak'at das Qiyam al-Layl unbegrenzt. Wie und wann, an welcher Stelle macht man Dua im Gebet, im Sujud und im Qunut. Also das heißt, nach dem Rukur. Ja. Bezüglich Zakat al-Fitr, sollte man Zakat al-Fitr auch für ein Kind bezahlen, was bei dem anderen nicht-muslimischen Elternteil lebt? Nur dann, wenn du, subhanallah, die Leute rufen mich hier draußen. Nochmal, Bruder. Wenn, sollte man diese Zakat al-Fitr für sein Kind bezahlen, das bei dem anderen nicht-muslimischen Elternteil zu Hause lebt? Nein. Du sollst diese Zakat al-Fitr nur dann bezahlen, wenn dieses Kind in deiner Obhut liegt. Dann ja. Auch wenn das Kind, dann wird für das Kind ja sozusagen gar nicht Zakat al-Fitr bezahlt. Genau. Weil du nicht verantwortlich bist, sondern diejenigen, wo das Kind halt lebt. Das ist kein Problem. Das heißt, du musst nur dann Zakat al-Fitr bezahlen, für diejenigen, die in deinem Haus leben. Also auch wenn das Spanisch-Muslime lebt. Genau, genau. Okay, lieber mein Imam über Internet, Tarawih folgen oder lieber alleine mit den Eltern dafür nur kurze Suche. Du darfst nicht über Internet mit einem Imam zusammen beten, sondern du musst alleine beten. Dann bete alleine mit den Eltern. Genau, kurze Suche, kein Problem. Wie betet man das Witr-Gebet? Beziehungsweise, wo ist der Unterschied zu einem ganz normalen Gebet, beispielsweise 3 Rakat? Ganz einfach, Leute. So oft bekomme ich die Frage, wie betet man Witr? Ganz einfach, das Witr-Gebet ist eine ungerade Zahl. Ja, in Maghrib, wie betest du Maghrib? Wie betest du das Maghrib-Gebet? Chalas, du betest das Witr so wie Maghrib. Nur, dass du ein Teshahud machst am Ende. Das war's, das ist der Unterschied. Ansonsten ist es komplett gleich. Im dritten Raka kommt nach der Sure ein Takbir und danach die Allahumma inni. Wie kann man Pause bei Tarawih machen? Gibt man den Teslim nach 2 Rakat? Genau. Jazakallahu khair, Sheikh. Zählt die Spende ab der Absicht oder ab der Tat? Ab der Absicht. Ab der Absicht. Weil es kann sein, du gibst die zwei Sachen. Also wenn du eine Spende machen willst, okay? Dafür brauchst du die Absicht und die Tat. Wenn du eine Spende tätigst, du hast sie gemacht, dann bekommst du Belohnung für die Absicht und für die Tat. Wenn du aber nur die Absicht hast, die Tat gar nicht vollzogen hast, dann bekommst du nur Belohnung für die Absicht. Wenn du aber eine Spende machen wolltest, du hast die Absicht gehabt und die Tat wolltest du machen, es hat aber nicht geklappt, dann bekommst du Belohnung für die Absicht und für die Tat. Gibt es Zeichen da genauso? Darüber reden wir auch nächste Woche, inshallah, am Sonntag. Was sind die Zeichen dafür, dass Allah den Ramadan angenommen hat? Wie kann das sein, dass Laylatul Qadr bzw. dieses Jahr am 27. ist und nächstes Jahr? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das so bestimmt hat. Okay. Wie ist es mit der Zakat al-Fitr, wenn man noch nicht mit dem Ehemann zusammenlebt und Kinder aus einer früheren Ehe hat? Muss der neue Ehemann die Zakat al-Fitr zahlen oder der leibliche Vater? Ihr wohnt nicht zusammen. Ja, also wenn ihr verheiratet seid, dann ist ja eigentlich der Mann, dein Mann, für dich und deine Kinder verantwortlich. Das heißt, er sollte dann für dich und die Kinder auch die Zakat al-Fitr bezahlen. Soll das Witr-Gebet das letzte sein in der Nacht? Ja, genau. Soll man in den letzten 10 Tagen jeden Tag spenden und wenn ja,
Wo kann man es denn machen? Ganz einfach bei Ansar. Bei Ansar International kann man spenden über Online-Überweisung. Genau. Tamam? Das war's? Bitte? Bitte. Okay, falls ihr keine Fragen mehr habt, meine lieben Geschwister, würden wir sagen, dass wir jetzt die Runde schließen, den Unterricht abschließen. Zakumullahu khairul jaza. Okay, ich glaube, die Fragen werden weniger. Die Leute bereiten sich auf den Iftar. Kommst du auf WhatsApp, Sheikh? Ja, ich bin auf WhatsApp. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich auf WhatsApp erreichen. Diejenigen, die meine WhatsApp-Nummer haben. Okay. Jazakumullahu khairan. Hada wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nächste Woche um 19 Uhr, inshallah, wieder. Reden wir, inshallah, über das Ende von Ramadan und was kommt nach Ramadan. Wir reden, inshallah, über Zakatul Fitr. Wir reden, inshallah, über Al-Eid, Salatul Eid und die Regeln von Al-Eid. Wie viele Tage hat der Eid, was man da machen soll und so weiter und so fort. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله وصل تمام اجيب لك شو صار هذا فرش مصلي لوس يعني